Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte auf dem Marsch. Wir werden jetzt fleißig auch noch Ballen pressen. Der hatte sich vorne auf dem Ballen festge. Ja, der wollte den Ballen unbedingt besteigen. Nennen wir es mal so. Und. Geht natürlich nicht. Wir müssen arbeiten hier. So, wir müssen. Eine Bahn ist frei. Schlecht. Ich will nicht ganz verstehen, dass eine Bahn frei lässt. Ah, das ist der andere hier. Ungünstig. Können wir nicht erlauben, wir müssen noch eine Bahn mitnehmen. Muss ich kurz hierbei bleiben. Ich war ja bei beim Vorbereiten von ersten Umstand der Schweine, dass wir ein bisschen nicht den Überblick verlieren, ne? So. Vielleicht deswegen. Oder andere wollte hier auch nicht arbeiten. 3, 2, 4. Hätte doch arbeiten lassen sollen, na gut. So, der andere stand immer noch Feld Nummer 12. Unser Stroh auf dem Platz, auf dem Haufen. Hier müssen wir hier die Dinger aktivieren hier. Ja, das ist genau umgekehrt. Der geht in die Richtung hoch und deswegen ist er auch aufgelegt. Normalerweise ist er doch gar nicht. Na gut. Muss man nicht verstehen, ne? War ja nicht dabei. Dann können wir gleich die ersten Bahnen mitnehmen nochmal. So. Dann pressen wir gleich mal hier nach. Und eh von die Richtung fahren. Dann können wir gleich mal die Ballengröße erhöhen. Können wir hier erkennen, ne? Die Größe. Z. So. B. Jetzt können wir mal gucken, K. Wir können jetzt die Ballenmenge, also die Kubikmeterzahl erhöhen. Aber sehen kann sich tut nichts hier. So Prozente ändert sich was. Gut. Aber jetzt können wir es ja sehen. Dass er im Prinzip jetzt hier nicht alle paar Meter einen Ballen wegwirft. Ne? Also bis 20.000 kann man hier auf einen Ballen entsprechend verdichten. Ganz vorsichtig ausgedrückt. Ist zwar ein bisschen unrealistisch, aber gut. Ein bisschen müssen wir auch noch was schaffen hier. Macht sich vor allem gut bei der BGH, ne? Wenn jetzt hier ein Ball liegt hier mit der größten Menge, dann musst du weniger gucken nach, ob genug vorhanden ist. Oh, hier wächst gerade Gemüse hier. Kräuter. Übrigens für die Tiere ist Unkraut kein Unkraut, ne? Die freuen sich dann rüber. Abwechslung, nicht nur Gras. Oh, wir haben 20.000, das ist ein bisschen viel. Ich dachte um die 8.000. Machen wir gleich entsprechend weniger. Also 1K für. Na. Ja.
Für 4000 und ein 2K für 8000. Oh, mal leer. Dann machen wir den mal aus wieder. Und dann können wir einmal 4000, 8000. Blöd ist jetzt. Ja, passt gerade nicht. Na, hat keinen Zweck. Wir müssen hier alleine arbeiten hier. So. Und haben uns aufgebockt. nee. Ein Rad muss irgendwie auf die Erde kommen, dann geht's. Das war so schön geplant, ne? Im Verband arbeiten. Jetzt kriegt er die Tulle hier. So nicht. Alles immer so. Bei drei Geräten, das klappt das hervorragend. Und beim vierten nachher macht irgendeiner. Spinnt immer. Gut, beim Ballenpressen ist das blöd, wenn er sich auf den Ball noch setzt, ne? Aber. Dass wir irgendwie eine Reihe kriegen jetzt hier. Den hier noch nehmen. So. Crossplay. Das macht er 2000, das ist zu wenig. Das müssen wir noch ändern. Also nochmal, das ist dann 2000 Schritten. Also nochmal machen ist es jetzt 4000, 6000, 8000. So. Schauen wir hier. Links. Dann machen wir ihn jetzt rechts. Irgendwie soll das nicht klappt mit mir. Vorführeffekt. Ups, jetzt haben wir uns weit getippt. Speichern wir ab und gehen mal kurz rüber. Die Mäher sind fast fertig. Das klappt ja wenigstens super, ne? So. Wo ist der Ballen hin? Ja, das ist schlecht. Und nicht klappt. Ist eigentlich rechts. Also vom Prinzip her ist es rechts. Muss ich noch farbliche Traktoren nehmen? Ups, ganz wilder Fahrer. Mit Tastatur ist immer so eine Sache. So, schieb noch weg den Scheiß. So, gehen wir immer ein Stückchen manuell machen, dass wir an den Ballen vorbeikommen. Das auch sehen, wie wir jetzt entsprechend pressen, die mengenmäßig. Jetzt haben wir um die Hälfte ungefähr 4000. Ja. Jetzt haben wir 8000 haben, so wie sein soll. So, jetzt mal schauen wir, wo es ist passend. Steht nicht ganz. Du musst doch jetzt hier weitermachen, ne? Der Stoffwurzel ist fertig, glaube ich.
Er ist auf der rechten Seite. Machen wir es, denke ich, im Buch ein 7 Rätsel, also mit den dicken Rätseln vor. Also. Mal ein Stückchen fahren, aber ich glaube, dann müssen wir so vorne beigehen und ändern nochmal. Sonst der wendet ja wieder und dann geht das wieder schief. Vielleicht mag er die Bahn überhaupt nicht, kann auch sein. Dass er die nächste haben möchte. Nach dem Motto fahren wir selber heute. Ich habe keinen Bock heute. Ich möchte Urlaub haben. Hier ist kein Urlaub, hier wird gearbeitet. Wir müssen Gas geben, bevor ich die Heu bett, ne? Ich will kein Heu haben. Hab genug Heu. So, abspucken, sonst haben wir ein Problem. Das ist typisch. So, nächste Bahn, ne? Also. Immer vorne ein Stückchen noch, dann umfahren wir mal kurz die Ballen hier, weil die. Ein bisschen mehr heute vor. Heute geht noch ein Überlebenskampf. Ein neuer Let's Play, wer für Interesse hat, für so eine Dinge. Ich allein unter vielen Zombies. So. So, schauen wir mal. So. Jetzt will er auf die andere Richtung gehen. Deaktiviert. Tippen wir in der Mitte ein, das ist aber ganz komisch. Mal von vorne anfangen. Warum geht jetzt nichts? Irgendwer hat gerade gehackt hier irgendwie. Hat er gerade geladen oder gespeichert? Ich weiß auch nicht. Technik, die begeistert. So. So, ja. Wir müssen doch noch über links. Und dann nur vorne anfangen, ne? Bitte zurück.
Also irgendwann habe ich verkehrt gemacht. Weiß nicht genau was, aber es ist irgendwann das Faul. Ja, die Damen schon. Ich muss mein Dings holen. Den Sammelwagen. So, jetzt zum nächsten Problem. Ich wollte alle erst sammeln, wenn der entsprechend warum geht er jetzt nicht? Mal hinten noch ein bisschen hochklappen oder umgekehrt. Wenn die Ballen hochkant stehen, dann ist es auf gut Deutsch schwierig. Das Vorteil könnte man auch noch ein bisschen was machen. Runterheben. Und wieder hochheben. Das Mehrweg anschalten, dann wäre es gleich zu Schrott. Lenken kann man ja auch nicht, das ist ja das Problem. So, wir haben jetzt hinten hinter Teil mal ausklappen, weil der jetzt auf die Räder aufliegt, ist besser. Wow. Ja, lecken bringt ja auch nichts, ne? Ist der Tank leer? Ja, hängt total Luft. Wie wir mal vorne das Gerät abhängen. So, warum ist der andere die Arbeit eingestellt? Ich hab mal früher so ein Salto. Ich glaube, der andere ist Tank leer. Der Cap-Tankwagen da, so ist ja nicht. So. Nochmal ganz kurz hier am Ballen vorbei. Also wer Probleme vermeiden will, der könnte Folgendes tun. Erstmal die anderen beiden fertig werden. Ne? Also erst den Punkt ist noch ungünstig, den Augenblick, weil der fährt zurück. Natürlich wird hier natürlich das Gras zerstört, ungünstig. So, klappt runter, damit nicht allein geht. So, hinten auch runterklappen. Oh,
Einer fährt noch und der erste macht noch Theater hier. Gar nicht so einfach zu mähen. Ja, Schwierigkeiten. Ohne Ende. Ups. Warum machst du Pause jetzt hier? Der Tank ist drinne. Ja, der will heute nicht, ne? Und ich folge mir jetzt rum. Ich sag mal hier, Füße wegen Winkel, ciao, ciao. Hoffe, hat Spaß gemacht, mir habt ihr Stress zur Zeit. Sehen wir uns vielleicht gleich wieder in der nächsten Folge. Tschüss, bis, ciao, ciao, bis dann, tschüss.